Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ja Leute, ich bin jetzt ein bisschen spät dran, deshalb geht's jetzt im Taxi zum Bahnhof, würde ich mal sagen. Ja, ich hab's geschafft, Gott sei Dank, und jetzt geht's nach Innsbruck, wo es dann nach Venedig geht. Ja Leute, ich habe jetzt ungefähr 30 Minuten Verspätung. Deshalb werde ich jetzt in Innsbruck nicht groß filmen. Ich fahre dann nach München und in München werde ich dann filmen. Ich bin jetzt in München, ich werde mir jetzt was zum Essen holen. Das Ding ist, ich glaube, das wird nicht so einfach, weil im Bahnhof Low Carb Essen zu finden, das ist eine schwierige Sache. Das Ganze ist echt verdammt schwer. Ich gehe jetzt irgendwie schon 10 Minuten und finde nichts. Und das ist eigentlich voll strange, weil in Österreich ist es einfach so, dass es überall ein Café oder irgendwas gibt. Aber ich glaube, ich habe hier jetzt eins entdeckt. Coffee Follows. Klingt cool, schaut cool aus. Mal reinschauen. So Leute, ich habe jetzt was gefunden und es gibt jetzt ein Frühstück. Das Ding ist, das ist ein Bagel, den darf ich natürlich nicht essen, von daher werde ich den verschenken. Und jetzt mache ich mal was und dann sehen wir uns gleich. Leute, es gibt eine Sache, die ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Wieso muss man sich in Deutschland immer entscheiden, ob man einen großen, einen mittleren oder einen kleinen Kaffee will? Ich meine, das gibt es bei uns gar nicht. Wäre cool, wenn man das jemand in die Kommentare schreiben würde. Fertig mit Essen. Jetzt würde ich sagen, gehe ich noch einkaufen. Denn wenn ich lange unterwegs bin, habe ich nicht immer die Möglichkeit einzukaufen. Vor allem bin ich jetzt 3 Tage unterwegs. Das heißt, es geht heute nach Venedig. Morgen dann von Venedig wieder auf München, wo ich übernachte, dann wieder Venedig und von Venedig wieder auf Innsbruck. Das heißt, die nächsten Tage sehen sehr stressig aus. Und jetzt gehen wir mal einkaufen. Also, ich weiß nicht, wer von euch in Deutschland lebt, aber eins muss ich echt mal sagen, wer da lebt, kann sich glücklich schätzen. Den Einkauf, was ich jetzt gekauft habe, da zahle ich in Österreich locker, aber ganz locker, 25 Euro, hier 13 Euro. Von daher kaufe ich echt immer hier ein, weil es ist einfach mega günstig und die Qualität ist so ziemlich die gleiche. Es ist jetzt 10 nach 10 oder so und mein Zug fährt erst um 11:30, das heißt, ich muss jetzt ewig viel Zeit noch vertrödeln. Deshalb gehe ich jetzt, glaube ich, noch zu Starbucks. Was ich sonst so mache, keinen Plan. Es ist halt echt kalt und ich habe keinen Bock draußen rumzurennen. Jetzt war ich gemütlich noch einen Kaffee trinken und jetzt geht's zurück im Zug und dann geht's nach Venedig. Ich befinde mich jetzt in Venedig, wie ihr hier im Hintergrund ein bisschen erkennen könnt. Ich werde jetzt, so wie es aussieht, ein paar Zeitraffer machen, beziehungsweise mal testen, ob das funktioniert, sonst mache ich das morgen. Aber heute mache ich jetzt ein paar und da würde ich sagen, starte ich jetzt mal los. Ich befinde mich jetzt vor dem Hotel und jetzt wird erstmal eingecheckt. Endlich im Hotel. Ich schwör's euch, der Zeitraffer hat ungefähr 2 Stunden gedauert. Das ist kein Witz und es war so arschkalt. Aber ich denke, es hat sich gelohnt. Und ja, jetzt werde ich ein bisschen trainieren. Ich habe auch Essen bestellt. Ich hoffe, dass ich mit Training fertig bin, bevor das Essen kommt. Vielleicht esse ich auch erst und entspanne jetzt noch eine Runde. Ich werde jetzt essen, anschließend trainieren. Und wir sehen uns dann morgen in der Früh. Ja Leute, wir haben es jetzt 11 Uhr. Das Ding ist, ich habe voll verpennt. Ich bin gestern eingepennt und jetzt vor einer halben Stunde oder so aufgewacht. Habe jetzt schnell trainiert, geduscht. Und jetzt geht's los in die Stadt. Ich hoffe nur, dass ich noch ordentlich was filmen kann.
Wir haben es jetzt 39, der Bus sollte kommen, das Ding ist, er kommt gerade nicht. Aber ich bin in Italien, was wundert mich da? Through dirt and through debris, everyone is leaving this forsaken town. So, ich bin jetzt auf der Insel angekommen. Ich habe jetzt eine Stunde Zeit, in der werde ich ein bisschen filmen. Mal schauen, was zusammenkommt. Was auch richtig cool ist, in Venedig werden Lebensmittel mit dem Boot geliefert, also eigentlich ziemlich cool. Ich habe jetzt einen neuen Koffer geholt, weil der alte ist gerade kaputt geworden. Ist echt günstig hier. Von daher kann man sich eigentlich gar nicht beschweren. Und jetzt zeige ich euch den absoluten Geheimtipp, wie ihr sehr, 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 sehr günstig in Venedig essen gehen könnt. Und zwar ist da hinten, da wo die Leute gerade reingehen, ein Restaurant, und das ist verdammt günstig und wirklich leistbar. Das ist in Venedig nicht so häufig der Fall. Jetzt wird gegessen. Muss ich gegen mein Low Carb verstoßen, weil außer Nudeln haben sie nichts. Ich habe jetzt leider dagegen verstoßen. Es war kein Low Carb. Aber das Ding ist halt, wenn mein Zug fährt in 15 Minuten. Und wenn ich da jetzt ein neues Restaurant gesucht hätte, wäre das echt problematisch gewesen. Und sie hatten halt wirklich nichts, was Low Carb gewesen wäre. Und ist halt scheiße gelaufen. Dafür faste ich halt den restlichen Tag. Und ja, jetzt muss ich arbeiten. Für euch heißt es, wir sehen uns dann in München. Mit Verspätung bin ich nun endlich angekommen. Und ja, rausgehen ist heute nichts mehr, weil es ist einfach schon kurz vor 10 und ich muss morgen wieder um 5 auf. Von daher wird das nichts und ich würde sagen, das war's dann auch für den Vlog. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben. Hiermit bin ich raus. Ciao!